gönne, teure Julia, nun, dass auch die Lippen wie die Hände tun. Du weißt, die Unschuld pflegt sich nicht zu regen, auch wenn sie eine Bitte zugesteht. So reg dich, Holde, nicht zu meinem Segen. Derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht. Nun hat dein Mund ihn alle Sünd entbunden. So hat mein Mund zum Lohn sie für die Gunst? Zum Lohn die Sünd, oh Vorwurf, süß erfunden. Sicher wird Manuel eines Tages am königlichen Hoftheater spielen. Die Kleine hat Talent. Meine Damen, Romeo der Erste, der erste Mann in unserem Stift. Damenwahl! Ich soll euch nur den Dank von der Frau Oberin überbringen. Es hat ihr sehr gefallen. Auch den Gästen und mir auch. Und was hat Ihnen am besten gefallen, Fräulein von Bernburg? Am besten hat mir gefallen Ilse von Westhagen. Ilse, dein Auftritt war nicht zu überbieten. Alle habt ihr mir gefallen, alle wart ihr gut. Ja, und unser Romeo. Ein Bravo unserem Romeo. So, und jetzt muss ich zurück zu unseren Gästen. Musik bitte, weiter tanzen. Was ist denn, Tresco? Dir hat es nicht gefallen? Sei kein Spielverderber, Alexander. Vom ersten Regiment. Johanna, bist du wahnsinnig geworden? Warum denn? Nur weil du den ganzen Rum in den Punsch gießt. Aber der muss doch rein. Mädle, wenn das die Oberin erfährt. Darauf pfeife ich. Die Mädchen sollen auch mal leben. Und wenn es am Geburtstag der Alten ist. Ich bin sehr befriedigt, dass es euch gelungen ist, den Beifall von unserer hochverehrten Frau Oberin und ihre illustren Gäste zu erringen. Nur nächstens etwas straffer, straffer. Ich spreche euch meine Anerkennung aus vor allen unseren Schauspielern. Romeo! Julia! Und vor allem unseren unvergleichlichen der Punsch! Der Punsch. Kommt, kommt schnell, aber nicht stürmisch, es kommt jeder dran. Erst die Schauspieler, dann kommen die anderen. Ich hab euch einen guten Punsch gebraucht zur Belohnung. Komm, gib deine Tasse. Prost. Aber nicht doch, Kinder, seid doch nicht so weh. Aber Kinder, Kinder. Was hast du denn? Warum schaust du mich denn so an? Du bist glücklich. Ja, sehr, sehr glücklich. Heute schon. Möchtest du kosten? Schmeckt gut. Herrlich, schmeckt wunderbar. Ich habe euch gesehen. Wen? Was hast du gesehen? Dich und Fräulein von Bernburg, Sonntagnacht, als sie dich auf ihr Zimmer mitnahm. Schön. Es tut mir leid, es war mein Geheimnis. Ich verrate dich nicht. Hab keine Angst. Angst? Wovor soll ich denn Angst haben? Wenn das die Racket wüsste. Was fällt dir denn ein? Was redest du denn da? Nichts, Manuela. Ich beneide dich nur. Aber die Racket? Die Racket, die Racket, die Racket. Die kann Fräulein von Bernburg nicht einmal die Stiefel putzen. Prost. Thank you.
den anderen? Weil Manuela von mein Hartes total betrunken ist. Betrunken? Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht. Bist du sicher? Ich lüge nie. Manuela, trink nicht so viel. Oh, mir schmeckt's. Kinder, das ist der schönste Tag meines Lebens. Und jetzt will ich euch einmal zeigen, wie man den Romeo wirklich steht. Manuela, noch mal den Monolog. Silbersüß tönt durch die Nacht die Stimme der Liebenden. Gleich lieblicher Musik. Doch still. Was schimmert durchs Fenster dort? Es ist der Tag und Julia die Sonne. Der Mond ist neidisch und vor Grame bleich. Ihr Auge blickt. Ich will ihm Antwort geben. Sie ist es. Meine Göttin, meine Liebe. Was schaut ihr mich so an? Sie weiß es. Sie weiß es ganz genau. Und sie liebt mich so, wie ich sie liebe. Sei still, Manuela. Sie hat mir ein Kleid geschenkt. Ein seidenes Kleid. Nein, kein Kleid. Ein Hemd. Ein Hemd von ihr. Und ich soll es tragen und an sie denken. Nein, das hat sie nicht gesagt. Braucht sie auch gar nicht. Ich weiß es auch so, dass sie mich liebt. Wer hat dir ein Hemd geschenkt? Fräulein von Bernburg. Achtung! Ich habe keine Angst. Fräulein von Bernburg. Ich liebe sie. Ich liebe sie! Das ist ein Skandal! Manuela! Manuela! Lass dich uns alle. Seit dieses Haus besteht, ist ein solcher Skandal noch nicht da gewesen. Du bist das verdorbenste Mädchen, das je in diesem Hause Aufnahme gefunden hat. Prügeln sollte man dich, wenn du nicht zu groß dafür wärst. Sieh mich an! Sieh mich an! Was habe ich denn? An meinem Geburtstag hast du dich benommen, wie ich es überhaupt nicht schildern kann. Du wirst deine Strafe noch erfahren. Ja! Entschuldigen Sie, Frau Oberin. Königliche Hoheit hat ihren Besuch für heute Nachmittag angesagt. Gerade heute. Wir dürfen Königliche Hoheit nicht enttäuschen. Wir müssen Haltung bewahren und vollzählig erscheinen. Auch die Bainardis! Aber keines der Mädchen hat mit ihr zu sprechen. Jawohl, Frau Oberin. Beeilen Sie sich mit Ihren Vorbereitungen. Königliche Hoheit ist immer pünktlich. Jawohl, Frau Oberin, immer pünktlich. Dran stehen. Ausrichten.